gleich ist es soweit. Nach wochenlangem Schuften wird Schuhmacherin Luisa Brettschneider ihren neuen Laden in der Landsberger Altstadt eröffnen. Ich bin furchtbar aufgeregt, aber ich freue mich unglaublich. Also das ist jetzt wirklich, wir haben so lange drauf hingearbeitet und heute ist der große Tag, wo dann sich die Türen öffnen zu meiner wirklich schönen Werkstatt. Aber wird sich die in Zeiten vieler Geschäftsschließungen tatsächlich lohnen? Luisas Vorteil, sie ist im Landkreis keine Unbekannte. Ihr bisheriger Laden lag schräg gegenüber. Wir haben sie dort kurz vor ihrem Umzug besucht. Das ist meine kleine Werkstatt. Die habe ich 2017 hier aufmachen können. Und das ist tatsächlich ganz wunderbar gewesen, weil das ist ein altes Schuhmacherhaus. Und die Maschinen waren da und die konnte ich quasi wiederbeleben. Das sind alte Nähmaschinen, aber die sind jeden Tag im Betrieb. Und da bin ich sehr froh, weil die alten Maschinen sind wesentlich besser als die neuen. Am schönsten finde ich tatsächlich, dass ich alte Sachen einfach wieder herrichten kann, dass sie am Leben gehalten werden, dass wir Lieblingsstücke wieder reparieren können. Und das Leder ist natürlich ein wahnsinnig tolles Material. Also es hat schon seinen Grund, warum die Menschheit schon immer Leder am Fuß trägt. Es riecht gut, es fässt sich toll an. Es ist wahnsinnig vielseitig tatsächlich. Also ich habe ganz viele grobe Arbeiten. Ich habe feine Arbeiten jetzt wie hier. Ich brauche Konzentration und Fingerspitzengefühl. Und manchmal kann ich einfach nur grob am Schleifband stehen und da Dreck machen. Und das macht mir richtig Spaß. Dabei hat Luisa nach ihrem Abitur lange nicht gewusst, was sie machen soll. Sie tourt durch Neuseeland. Dann studiert sie Religionswissenschaften. Aber das ist es nicht. Sie schmeißt das Studium, um mit der Schuhmacherlehre zu beginnen. In meinem Umfeld waren viele Leute erstaunt, aber ich habe von vornherein wahnsinnig viel Zuspruch gekriegt. Und allein auch bei meinen Eltern, die einfach gesagt haben, Hauptsache das Kind ist glücklich. Ich möchte nicht leben, um zu arbeiten. Ich muss meine Arbeit spüren. Ich muss das fühlen. Mein Leben muss meine Arbeit sein. Und das muss was Schönes sein. Na, reich wird man sicher nicht, aber glücklich. Das liegt auch daran, dass sie den Kontakt zu den Kunden liebt. Ich bin immer gespannt. Ich weiß nie, was passiert und wer eigentlich kommt. Hallo, servus. Herr rein spaziert. Einmal abholen? Ja, bitte. Die Form der Schuhe? Ungewöhnlich. Ich mache eine Mittelalterdarstellung, 9. Jahrhundert, auf Mittelaltermärkten, zum Beispiel auf Kaltenberg. Ist ja hier um die Ecke. Und ja, dafür braucht man halt Schuhe, die halbwegs authentisch aussehen. Ich habe bei beiden Schuhen hier diese Naht noch mal nachgenäht, weil die war bei beiden schon so ein bisschen locker. Und hier ist dieser neue Absatz eingesetzt. Okay? Und wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Ja? Passt? Sehr schön. Die Leute kommen mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Also eine ganz witzige Geschichte ist zum Beispiel, ich hatte eine Kundin, die hat ihre Schuhe über Nacht draußen stehen lassen und wohnt am Waldrand. Und dann ist über Nacht der Fuchs gekommen und hat ihr den Reißverschluss oben abgefressen und hat wirklich ein Stück aus dem Schuh rausgeknabbert. Einmal abholen, gell? Einmal abholen, meine Zauberschuhe. Die Zauberschuhe. Doch mit denen gibt es ein Problem. Ich habe tatsächlich nichts gefunden, was jetzt irgendwie... Also das Problem ist ja hier tatsächlich bei dem Stiefel, dass sich dieses Material einfach zersetzt. Das ist so eine PVC-Beschichtung und das löst sich auf. Und wir haben hier so ein Stretch-Material. So, das heißt, uns wäre jetzt nicht damit geholfen, wenn wir hier ein Leder einsetzen, weil dadurch, dass es ein Overknee ist, muss der oben halten. Und das tut er nicht, wenn es nicht stretcht. Okay. So, das heißt, man könnte jetzt dahergehen und mit dem Gummizug arbeiten, Leder und Gummi. Sieht nicht so schön aus. Oder, das wäre die Alternative, die ich eigentlich ganz witzig finde, aber das müssen Sie entscheiden, man kann Stiefel auch kürzen. Super. Bei jedem Schuh, der da kommt, versuche ich also natürlich erstmal rauszufinden, was braucht der Schuh, was will aber auch der Kunde von mir. Und ich mag das besonders gern, wenn ich ein bisschen herausgefordert werde, wenn das jetzt keine alltäglichen Sachen sind. Ich mag auch die alltäglichen Sachen furchtbar gerne, aber gerade wenn ich ein bisschen mich da reinfuchsen muss, dann macht mir das besonders viel Spaß. Ich bin so dankbar, dass es das gibt in Landsberg. Ja. Schön. Ja, wirklich.
Ach, ich find's so großartig. Ja. Wo kommen Sie denn her? Ich komme vom Ammersee extra hergefahren. Ui. Aber da gibt's sowas nicht. Wir hatten mal eine in Gießen. Als ich den Beruf erlernt habe, ist natürlich mein Traum gewesen, Maßschuhe zu machen. Ganz klar, dass aus nichts etwas zu erschaffen, was für den Rest deines Lebens bleibt. Du schlupfst in so einen Maßschuh rein und du stehst gleich ganz anders da. Der fasst dich auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist dein Schuh. Der passt zu deinem Fuß wie die Socke. Die Schuhe, die ich gerade anhabe, sind meine allerersten gewesen. Allerdings habe ich die dann immer in der Werkstatt angezogen. Also die waren wirklich mal rein weiß. Die ziehe ich jeden Morgen an und ohne die kann ich auch nicht arbeiten. Ich habe mir einen Schuh gebaut, der ganz witzig aussieht. Das ist, eine Kombination aus Römer-Sandale und Stiefelette. Man trägt den quasi barfuß und hier kommt dann ein Lederschnürsenkel rein. Genau, sowas Verrücktes kann man dann auch machen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Hi. Hey, Luca, grüß dich. Servus. Folgendes Problem. Ich habe einmal den Schuh hier. Ja. Ist mir hier einmal eine Schnalle abgefallen. Ja, das ist kein Thema. Und andere Frage. Ja. Meine Knöpfe an der Jacke, die kriegst du nicht. Ja, doch, das kriegst du auch hin, weil die sind echt. Aber ich Gebrauch gekauft und die sind alle abgegangen. Kriegen wir hin, das ist halt bei Vintage, ne? Gar kein Problem. Aber rein theoretisch kannst du das auch selber machen. Ja. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Ledernadel. Ich bin handwerklich total unbegabt. Okay, es ist nicht mehr so, dass nur noch die alten Damen zum Schuhmacher gehen, sondern wirklich auch die junge Generation sich überlegt, was habe ich zu Hause und kann ich es vielleicht reparieren, bevor ich es wegwerfe. Das kommt echt immer häufiger vor. Also es freut mich ungemein. Das ist ja unsere Zukunft. Und auch den jungen Leuten zu sagen, dass es so ein altes Handwerk überhaupt noch gibt, dass man den Schuhmacherberuf heute noch ausüben kann, das ist ja auch für meine Zunft ganz furchtbar wichtig. Über mangelnde Aufträge kann sie sich jedenfalls nicht beklagen. Im Gegenteil, oft arbeitet sie bis spät in den Abend hinein, vor allem wenn es um Spezialaufträge wie den Umbau des Stiefels zur Stiefelette geht. Was ihr im winzigen Laden aber fehlt, sind Stauraum und die nötige Lagerfläche. Das ist irgendwo hier. Ach, das ist. Nee, es wird jetzt Zeit, dass ich umziehe und mehr Platz habe. Ende März ist es soweit. Da die alten Schleifmaschinen nicht durch den Eingang passen, müssen die Schaufenster ausgebaut werden. Der Speziallader wiederum passt kaum in die Straße. Ein Riesenstress. Doch dann ist es endlich geschafft. Zum Neueröffnungsfest gibt es sogar die passende Schuhtorte. Neben Reparaturen bietet Luisa Brettschneider in ihrem neuen Laden jetzt auch Lederwaren ausgesuchter Hersteller an. Fantastisch. Es ist genauso, wie man es sich wünscht. Und es erinnert natürlich auch an die alten Schuhgeschäfte, die es hier mal gegeben hat in der Altstadt. Sind Sie Schuhfan? Man soll es zugeben, ja, bin ich. Ich habe einen Tick. Also, wie die meisten Männer, die behaupten, sie kaufen keine Schuhe, haben einen ganzen Keller voll, habe ich auch. Ich liebe Schuhe. Können die mein Geld für ausgeben, tue ich auch. Und vor allem gute Schuhe. Das ist so, da verbindet sich Tradition, altes Handwerk mit neuen, jungen Leuten, die da Inspirationen reinbringen, neue Ideen. Also das ist einfach herrlich. Jetzt werde ich auch echt emotional, jetzt kriege ich echt Pipi in die Augen. Kannst du auch, das ist dein Herzblut jetzt. Das wird die Partnerschaft. Das ist dein Herzblut, Peggy. Mhm. Ist gut. Ich bin brutal stolz auf meine Frau, was sie aus dieser kleinen Werkstatt mit ihrer Person, wie sie ist und was sie kann, aufgebaut hat an Kunden, an Begeisterung und an Leidenschaft für das alles. Ich habe richtig viel Platz. Ich kann jetzt Sachen wie Schuhputzkurse anbieten. Ich kann Leute einladen in meine Werkstatt, die interessiert an meinem Handwerk sind, angefangen bei Praktikanten. Ich würde mir wünschen, dass ich auf kurz oder lang Mitarbeiter finde, die mir in Sachen von Reparatur und Kundenberatung und im Verkauf zur Seite stehen, damit ich dann wieder Zeit habe für Sachen wie Maßanfertigung. Denn da ist sich Luisa sicher. Ein Bedarf an Lieblingsschuhen, die einen lange begleiten, wird bleiben.